So, da sieht man schon den Rücken, der schaut ganz gut aus. Da würde die Ossi auch gut reinpassen. Hey Ossi, in diesen Sand würdest du auch ganz gut reinpassen. Ich habe ihn noch nicht angefasst. Der kostet 175.000 Euro. Und dann schauen wir zu den technischen Daten. Na? So. Also, da haben wir schon eine Achillesferse, 7,65 m ist gut, Breite 2,34 m. Und dann haben wir die Außenhöhe mit 3,16 m. Wir sind genau 16 cm über dem, was unsere Vorstellung ist. Aber nichtsdestotrotz schauen wir da mal rein. Und wenn wir da reinschauen, dann dürft ihr mit reinkommen. Genau, also rein mit euch. Genau. Und man sieht schon, der ist auf Fiat gebaut. Mittlerweile nicht mehr abschreckend, weil Fiat eigentlich ein robuster, zuverlässiger Motor ist, nicht so einen weiten Vorbau hat und deswegen ist beim Integrieren, wenn er klar ist, kommt man auch gut nach vorne. Also, Ossi, magst du mal testen, ob du wieder nach vorne kommst? Um der ultimative Scheibenberührungstest. Ach, jawohl, ja. Geht. Ohne Probleme. Mhm. Also im Gegensatz zum Daimler geht es beim Fiat eigentlich recht gut. Und der neue Fiat ab 2025, ich weiß nicht, ob es der schon hat, der neue Fiat mit Automatik hat dann alle Assistenzsysteme, die auch Daimler Chrysler hat oder die Mercedes hat. Und somit ist das eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Was ich hier das erste Mal sehe, das ist von Pioneer ein Head-Up-Display. Das ist natürlich schön, wenn man das zusätzlich nachrüsten kann. Das ist nämlich eine tolle Sache. Und da haben wir den Außenspiegel, auch der mit Busspiegel ähnlich, aber am Fahrzeug und da kann man gut sehen. Elektrische Fensterheber gehen natürlich hier auch nicht. Aber an sich schaut das Cockpit gut aus. Fiat. Dein Eindruck vom Cockpit? Cockpit halt, ja. Fiat ist okay. So, wenn man dann so sitzt, dann schaut es natürlich beleuchtet immer sehr gemütlich aus. Aber die Ossi hat schon einen Kritikpunkt. Ja, also schaut euch mal das Polster an. Schön plüschig. Fällt euch da was auf? Ich würde fast sagen, das ist dasselbe Designer wie bei Karthago, oder? Also plüschig und ja, mich erinnert es überhaupt sehr an Karthago, oder? Auch mit der Glasfront hier, mit den Gläsern. Und ja. Also was sicherlich für manche schön ist, dieses Gesteppte oder wie man, oder dieses gekrümmelte Polster, was manchen sicherlich gefällt, hat aber zwei große Nachteile. Erstens sieht es nur die ersten 3 Jahre gut aus, denn wenn man da mal im Sommer und Winter unterwegs gewesen ist mit dem Fahrzeug, dann wird dieses Kunstleder alles kaputt gehen. Ja, und zum Zweiten, wenn man haben wir jetzt schon viel mitbekommen. Also ja, natürlich. Das sind alles in Karthago vor und schreibst nichts anderes, als dass dieses plüschige Kunstleder ständig bricht. Und dann kommt als Zweites hinzu, dass wenn man da im Sommer sitzt, dass man da natürlich schwitzt bei dem Kunstleder. Also wenn man schon sowas macht, dann sollte das in Echtleder sein. Hier ist es aber Kunstleder, habe ich extra nachgeschaut. Aus Leder ist hier nur das Lenkrad und der Schalthebel. Ja, aber vielleicht kann man das ja auch anders ein designen, dass die andere Stühle haben, andere Farben. Sicherlich. Ja, ja, eben. Die Schränke sind auch dunkel gehalten und der Klimaanlage ist da in den 175.000 Euro mit drinnen. Und ansonsten macht das Fahrzeug so schon mal einen ganz guten Eindruck. Bis auf das, dass der Fernseher da in den Rücksitzen verbaut ist. Der muss irgendwie elektrisch rausgehen. Ja, ich weiß ja, die Kopfstütze müssen ja weg oder der Fernseher geht ganz hoch. Keine Ahnung, ja, wie das. Da schauen wir, ob du rauskriegst. Aber bitte vorsichtig, dass das Auto nicht zerlegt ist. Und kommt er? Die Ossi und Technik. Das dauert immer ein bisschen länger. Bis die Knöpfe, aber die beziehen sich, glaube ich, auf den Tisch, auf das Hubbett. Denn das hat ja noch ein Hubbett. Drück doch mal die Knöpfchen.
Ich weiß nicht. Guck mal, hier hat es mehrere Knöpfe. Auf jeden Fall, der Fernseher ist da drin. Das ist Licht. Ja. Das ist der Tisch. Bett. Und ja. Also Fernseher ist auf jeden Fall hier drin, aber da brauchen wir jetzt nichts drin machen. Wir wollen ja schließlich jetzt keinen Fernseher gucken. Wir wollen es nur zeigen, ja, und nicht demolieren. So, also wenn viele Leute das jetzt dann hier hoch und runter machen, dann ist schon die erste Macke drin, bevor das Auto wahrscheinlich verkauft ist. Ja. Mhm. So, dann schauen wir noch mal in den Küchenbereich. Da haben wir hier einen Abfallbehälter. Oder was ist das? Ja. Ja. Das ist ja schon mal nicht unpraktisch. Total. Wieso was, was ist jetzt dahinter praktisch? Was ich sage, das ist unpraktisch. Dahinter, ein Abfallbehälter. Was soll daran jetzt bitte schön praktisch sein? Okay, also unpraktisch. Unpraktisch, für mich. Ja. Vielleicht für andere nicht, aber und, für mich. Und die Schubladen, die sind auf jeden Fall schon mal gut, weil die sind mit die so einem... Die auch so einen Griff, wie mir sie eigentlich das ist eigentlich anhören. Besser, da muss man nicht immer drücken, ja. So, da ist, da kann man was reinstellen, jawohl. Und was wir immer sehr begrüßen, ist, dass da unten ein Schubfach zusätzlich ist. Das ist jetzt zwar relativ klein, ist, aber das macht nichts. Hauptsächlich macht er was unter oben, da ja, kann man Backofen rein tun. Ja, da ist halt noch ein Schrank, da kann jeder. Also das ist jetzt auch ja, nicht oder schlecht. Ein Backofen, je nachdem. Ja, ist eigentlich fast zu schade für das große Fach. Aber okay, ja, und die Schränke hier. Ja. Die sind also auch mit einem einfachen Handgriff zu öffnen, muss ja, man nicht immer runterdrücken. Das ist praktisch, ja. Ja. Mhm. Genau. Und jetzt gehen wir lieber. Sonst so, Küche. Ist Küche, drei Flammen. Ja, viel Platz hat man nicht, wenn der Fernseher eingefahren ist, hat man ah, hier da noch ist schöne... ein schönes. TV-Knopf, guck mal. Na, also. Aha, halt, jetzt ist dazu, jetzt drücke ich drauf. Ich dann, doch. Und dann? Ne, jetzt, das ist doch noch. Ah! Halt, stopp. Siehst du? Hast du gesehen? Ja, so geht also es. Also irgendwas mit der Kopfstütze muss dann aber auch gemacht werden. Also, hier kommt da der Fernseher. Und so fährt er wieder runter. Aber mit der Kopfstütze, die müssen entweder höher. Ja, aber die, oder? Kann man, die kann man sicherlich rausziehen. Ja, ich weiß nicht, das ist eben, jetzt geht es zu und schau. Ja. Also. Ja. Ich glaub, wir waren das nicht. Nein. Wir machen nichts. Nein, wir machen nichts. Aber das ist jetzt nicht richtig, gell? Ja. Es geht jetzt nicht weiter. Muss nachgestellt werden, kein Problem. So. Ich mach lieber weiter. Dann haben wir hier, ja, und das ist jetzt schon wieder etwas, was uns nicht gefällt. Tschüss. Ein großes Raumbad natürlich, gell? Ja, ich habe die falsche Worte gewählt. Deswegen hast du mich jetzt rausgeschmissen. So, dann sind wir hier im Heckbereich und was mir da schon mal nicht so gut gefällt, das ist die Dusche, die hier so in den Schlafbereich ja schon mehr oder weniger integriert ist. Ja, ich finde es schöner, wenn das hier abgetrennt ist und bei dem Preis sollte auch überhaupt eine Sichtabdeckung da sein in den Toilettenbereich. Ja, ich weiß schon, ist da hier eine Tür oder? Da haben wir hier irgendwas ist da, also... Entweder kommt da noch eine Tür rein, also irgendwas also ist da. Also hier liegt eine Tür rum, aber ich glaube, das ist ja. Ich weiß es nicht. Also so genau können wir das jetzt nicht sagen. Der Klaus hat seine Geheimnisse. Nicht alles ist sofort erschließlich. Wir wissen nicht, was das... Doch, ich glaube, das kann man vorziehen. Aber das ist der Fernseher. Ja, und der hängt da dran und den kann man vorziehen. So sieht es zumindest aus. Aber bevor wir jetzt das Fahrzeug zerlegen und dann wieder geschimpft bekommen, ja? Lassen wir alles so, wie es ist. Lassen wir alles so, wie es ist. Kommt selber und schaut es euch an, wenn das genau ist. Oder fragt bei Klaus nach. Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Badezimmerbereich. Und da ist die Toilette. Und da sieht man schon, das ist eine Tomedic-Toilette, also keine Tedford. Und geh du da mal rein. Denn wenn das hier offen ist und da ist jemand im Bett... Dann sitzt du ja da, wenn es keine, ja, also es ist keine Zwischentür gibt. Jetzt geh du mal, ich mach dir mal zu und dann schaust du mal. Na, du musst doch schauen, ob du Platz hast. Oh nee, es ist verdammt eng und da kann man wieder nur sagen,
umso größer das Bedürfnis, umso größer wird der Raum. Ja? Aber das macht keinen Spaß. Also die Toilette ist genauso eng wie bei uns. Und wir haben in unserem Fahrzeug zum Beispiel noch einen Schrank und der fehlt hier komplett. Also hier ist kein zweiter Schrank. Ja. Und das Fahrzeug ist sogar noch 15 cm länger als unser Gustl. Ja, also irgendwie scheint mir dieses Fahrzeug ein bisschen verbaut, aber wir sehen den Raum nicht optimal genutzt. Und da muss man als Zweites sagen, dass das Fenster nicht bis zum Ende geht, was ein großer Nachteil ist, denn wenn man da schläft und dann kommt nachts ein Geräusch oder es kommt ein Auto rangefahren, dann möchte man gerne rausschauen, wer da aussteigt aus dem Auto. Und das, da muss man ganz nach vorne krabbeln, bis man zum Fenster kommt. Auch das finde ich nicht so optimal. Da haben wir zwei offene Flächen. Beidseitig ja. Und hinten hat sie drei. Und hinten hat sie drei. Drei ja. Solche Schränke. Mit Elektronik scheint es aber gut ausgestattet zu sein. Ja, hat es mal Blaulichtschalter. Ja, ich weiß nicht, das sind der gleiche Schalter wie vorne. Aha, also. Ob man von hier aus den Tisch steuern kann und das Hubbett und solche Sachen. Also. Okay, ja. Das müssen wir jetzt nicht näher erklären. Die Schränke, guck mal, da unten hat es irgendwie noch. Hier mal einen kleineren Schrank. Und auf der anderen Seite haben wir einen genauso großen Schrank, aber mit Kleiderstange vermutlich. Also, da gibt es da Licht oder hast du da was gesehen? Ja, nee, doch, nein. Dann wäre es ein wenig auch dunkel. Ja. Ich weiß nicht, kann man die Trittstufen? Nein, da ist er leider. Nein, aber das könnte man ja vielleicht. Nee, ich meine, bei uns kann man die Trittstufen ja also aufmachen. Und bei manchen Fahrzeugen kann man die Trittstufen nur öffnen, dass man da noch was reintun könnte. Mhm. Am Boden könnte man nichts sehen, weil Teppich drauf liegt. Ich also, weiß jetzt nicht, wo sind die paar Zentimeter länger als bei uns ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Auto ist 10 cm breiter als unseres und ist 15 cm länger, eigentlich sogar 16. Also und ich habe nicht das Gefühl, wie wenn das jetzt. Ich sehe weniger Platz als bei uns. Ja. Und auch die Küche ist nicht üppig groß, denn der Herd nimmt enorm viel Platz weg. So dass man hier kaum noch Arbeitsfläche hat. Also Firma Knaus, es tut uns jetzt furchtbar leid, aber Begeisterung sieht anders aus bei uns. Mhm. Ich meine, das Fahrzeug macht einen schönen Eindruck, auch vorne, dass die Frontscheibe erreichbar ist. Übers Plüschige, da kann man streiten. Das ist alles Geschmackssache ja. Und das muss jeder sowieso selber entscheiden. Aber für Geschmack ist es halt nicht. Für 7,65 Meter hätte ich mir etwas mehr Raum erhofft. Das, ja. Irgendwie entweder das dunkle Holz drückt, ich weiß es nicht. Also ich habe hier kein großes Raumgefühl. Also wir schauen mal in die Heckgarage, vielleicht gibt es da was Ordentliches zu berichten. Also die Stufen sind extrem hoch. Und die Tür ist hier zu Ende. Ja, es sieht aus, als wenn die nur so weit aufgehen. Aber vielleicht kann man das noch anders einstellen. Das wissen wir jetzt nicht. So, Heckgarage geht hier auf und ja, die ist sehr schön gestaltet. Und da hat man einen Zugang zum Schrank. Das finde ich ist jetzt eine tolle Sache. Da kann man das ist der Schrank unterm Bett. Ja. Unterm Bett. Also, den kann man also auch von der Garage aus befüllen oder was raus. Das ist eine gute Sache. Dafür kommt hier so ein Wulst von der Treppe rein, die ohne Leiter nicht nutzbar ist. Wieso? Ich habe doch gar keine Leiter gehabt. Ja, aber ich bin doch ganz normal rauf. Ja, es ist nicht jeder so sportlich wie du, Ursi. So, für was liegt da noch leider drin? Also, und hier haben wir Fächer drinnen in der Heckgarage. Also, da muss man lobend erwähnen, dass die Heckgarage gut ist. Aber das ist halt
für ein Fahrzeug mit. Ich weiß, warum die Leiter am Bett ist. Wahrscheinlich kann man das nämlich auch noch zu einem großen Kuschelbett machen. Und ja, dann braucht man die Leiter zum Hochkommen. Genau, die Ursi hat die Lösung. Ja. Also, immer Ursi mitnehmen. Dann kommt da drauf vieles. Ab und an geht das Licht auf. So, also die Heckgarage, haben wir gesagt, das ist gut. Und jetzt schauen wir von außen, was da noch Besonderes ist. Da haben wir hier den Gaskasten. Naja, ganz normal. Die Scheibe ist sehr tief. Und das Head-Up-Display, das ist von Pioneer. Da müssen wir mal mit Pioneer reden, ob man sowas nachrüsten kann, weil das finde ich natürlich schon eine tolle Sache. Und die Spiegel, muss ich auch sagen, die machen sich auch gut. Und da haben wir seitliche Klappen. Ah, da ist die Elektrik drinnen. So, der Rücken sieht natürlich schön aus, aber das alleine genügt nicht. Der Innenraum ist viel wichtiger. Das ist die Messeaktion von Knaus. Schaut es euch selber an. Und da ist dieser Grundriss. Und da sind die Sonderausstattungen. Na, die da drinnen sind, 174.000 ist also der Endpreis. Halle 1, komplett belegt von der Firma Knaus. Und das war der SAN 1, und zwar auf 7,65 Meter. Wir sind nicht weiter daran interessiert. Nein. Und wenn ihr seid, Halle 1 auf der Caravan-Messe in Düsseldorf, Halle 1. 2024. Ja, und das war's von Knaus. Tschüss. Tschüss.